gesagt, dass ihr mir Fragen auf Instagram stellen sollt. Und ich habe mir gedacht, ich mache nicht wieder so ein langweiliges Fragen-und-Antworten-Video, wo ich einfach nur rumsitze und eure Fragen beantworte. Das ist ein bisschen langweilig. Also habe ich, als ich im Urlaub war in Italien, immer so zwischendurch ein paar Fragen beantwortet. Und dann haben wir das so zusammengeschnitten, dass ihr einen, dass es nachher so wie so ein Reisevlog aussieht, wo ich halt Fragen drin beantworte. Und ja, ihr könnt mir ja mal in die Kommis schreiben, wo ihr im Urlaub wart. Ich bin immer so neugierig. Und wenn ihr neu beim Kanal seid, würde ich mich richtig freuen, wenn ihr mich abonniert. Das ist natürlich kostenlos und ihr müsst einfach nur hier unten klicken. Und ja, dann würde ich mich auch noch darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und ja, dann will ich auch gar nicht mehr so viel quatschen und es geht dann los. Was machst du am liebsten von deinen Hobbys? Also, das ist schwierig. Ich mag eigentlich alle Hobbys. Ich mag Tennis, ich mag Reiten, ich mag Turnen, ich mag Nähen. Das ist voll schwierig. Ich weiß gerade wirklich nicht. Also, was mein Lieblingshobby ist, da habe ich jetzt wirklich keine Ahnung, weil ich mache alles gerne. Hallo Mavi, würdest du jemals deine Haare abschneiden, also ohrlang? Nein, niemals, niemals, nicht für das ganze Geld der Welt. Meine Haare würde ich niemals in meinem ganzen Leben abschneiden. Nein, 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 niemals. McDonald's oder Burger King? McDonald's. Ich liebe McDonald's. Burger King, da war ich eigentlich auch gar nicht so oft, weil ich esse nicht so gerne Burger, die man so kauft, aber ich liebe die Burger, die selbst gemacht sind, aber McDonald's. Mavi? Was ist deine Lieblingseissorte? Meine Lieblingseissorte ist Schoko und Nutella und Stracciatella und Vanille. Ich mag eigentlich alle Eissorten, außer so Pfefferminze und so. Stracciatella und Schoko und Becher. Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist tatsächlich Nudeln mit Brokkoli. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich liebe das. Mit ganz viel Parmesan. Mavi, wie ist es so, YouTuberin zu sein? Also es ist eigentlich ganz cool. Ich finde es auch immer toll, wenn ich einen von euch treffe, weil es freut mich dann halt einfach, weil mich gucken Leute an, mich mögen Leute und ja, ich freue mich einfach, dass man so viele Fans hat und so. Also YouTuberin zu sein ist eigentlich ganz cool. Guten Appetit! Mavi, was ist dein Lieblingslied? Side to Side von Ariana Grande. Was nimmst du? Margarita. Was ist dein Lieblingsfach? Mein Lieblingsfach, also ich mag Kunst, Sport und Deutsch. Mavi, wer ist denn dein Lieblings-YouTuber? Also ich mag Dagi B sehr gerne, aber ich mag auch Prinz Damien gerne. Vor allen Dingen das Video, wo der sieben Morgenroutinen-Typen, das Video, das mag ich voll gerne mit dem Morgenmuffel und so, das ist richtig cool. Und ich würde auch gerne mit Prinz Damien ein Video zusammen machen. Und ihr könnt ja bei ihm mal alle in die Kommentare schreiben, dass er mal ein Video mit mir machen soll. Mal sehen, ob er dann vielleicht mal uns anschreibt.
Ich verlinke euch mal mein Lieblingsvideo von ihm in der Infobox. Hallo Mavi, was machst du am meisten in deinem Leben? Also ich springe am meisten in meinem Leben Trampolin. Folgst du auch manchen deiner Zuschauer? Also ich kann leider nicht jedem folgen, weil das geht auch nicht. Und also ich folge den Fan-Accounts, die für mich erstellt wurden. Also den folge ich auf jeden Fall. Und ich finde das total lieb von euch, dass ihr euch einfach so viel Mühe gebt und dann auch für mich Accounts erstellt. Danke! Pizza oder Burger? Ich mag beides. Das ist schwer. Ich mag beides eigentlich, Pizza und Burger. Also Burger mag ich, wie ich gesagt habe, halt nicht gekauft, sondern selbst gemacht. Ich finde beides so lecker. Ich kann mich nicht entscheiden. Welche Schuhgröße und welche Kleidergröße hast du? Also meine Schuhgröße ist eigentlich 35, 36 so. Meine Kleidergröße ist so 140. Hallo Mavi, wie groß bist du eigentlich? Ich bin 1,37. Wer ist dein Vorbild? Also ich habe eigentlich gar kein richtiges Vorbild, aber ich mag Dagi Bee sehr gerne, weil die macht immer richtig coole Videos. Und ja, so ein richtiges habe ich eigentlich gar nicht. Was ist dein Lieblingsladen? Mein Lieblingsladen? Ich mag Claire's. Claire's ist cool. Und DM. Und H&M. Und New Yorker. Was gibt's denn noch? Also ich mag Claire's, New Yorker, H&M und DM gerne. Kannst du ganz kurz mal etwas singen? Nein, besser nicht. Nein, das wollt ihr gar nicht hören. Nein. Kannst du mal eine Ferienmorgenroutine machen? Also, ja, das ist eine gute Idee. Das mache ich mal. Also, das kann ich ja mal machen. Alle geht hier. Ich gehe da. Ich muss jetzt aber noch mal gehen. Was wünschst du dir in Fanpost? Will dir schon immer mal was schicken? Also, ich sag mir ja nicht mal so teure Sachen schicken, aber ich freue mich immer über selbstgemachte Sachen auf jeden Fall
und über Einhornsachen. Ich liebe Einhörner. Und Pandasachen. Team Panda Unicorn. Kannst du Alexa empfehlen? Also Alexa kann ich wirklich gut empfehlen, weil ich habe ja mal bei Amazon geguckt und so, mein alter CD-Player war ja kaputt. Ja, das war so doof. Und dann habe ich halt mal geguckt und da waren halt immer so ganz teure nur und dann habe ich mal nach Alexa gesucht und da habe ich das gefunden und die kleine Alexa, die war auch viel günstiger, als ihr immer alle geschrieben habt und viel günstiger als ein neuer CD-Rekorder und da kann man auch Musik mischen, kann man alles mitmachen, auch Hörspiele hören und so und deshalb kann ich sie wirklich empfehlen. Wie lange kennst du eigentlich schon Diane und Celine? Also eigentlich seit wir in das neue Haus gezogen sind. 3 Jahre ungefähr? Ja, 3 Jahre. Also ja. Ich habe Diana erst kennengelernt, weil sie war ja meine Nachbarin und sie war meine Patin in der Schule und dann hat sie was mit mir gespielt und dann kam Celine dazu. Und dann haben wir halt einfach was zu dritt gemacht und irgendwann haben wir halt immer was gespielt. Wie lang sollen deine Haare noch sein? Also eigentlich finde ich meine Haare jetzt gut, aber abschneiden will ich sie jetzt auch nicht, auf gar keinen Fall. So, Mavi, bist du verliebt? Wie kann man Fanpost schicken und wie bist du zu Joanna gekommen? Also erstmal, wie man Fanpost schickt, ihr braucht einfach nur in der Infobox von jedem Video gucken, da steht unsere Fanpostadresse und da müsst ihr einfach nur irgendeinen Brief, Pakete, irgendwas schicken, dann die Adresse da drauf schreiben, euren Absender und wenn ihr ein Autogramm haben wollt, einen frankierten Rückumschlag und ja, dann kriegt ihr auch auf jeden Fall eine zurück und ja. Also wie wir zu Jojo Spielzeugwelt gekommen sind, also Jojo Spielzeugwelt hat uns gefragt und die haben uns halt gefragt, ob wir ein Video mit ihm machen wollen, haben wir gesagt, ja, ich hatte nämlich auch richtig Lust zu und dazu ist es halt so gekommen. Und jetzt sind Joanna und ich befreundet. Wieso lädst du nur 2-mal in der Woche Videos hoch? Weil ich habe ja noch andere Hobbys außer YouTube. Ich finde YouTube immer richtig cool und so. Denke jetzt nicht, ich mag jetzt irgendwie nicht oder so. Aber ich habe ja auch noch Turnen, Tennis und alles. Und deshalb wird das halt ein bisschen viel. Und meine Mutter muss die Videos ja auch alle schneiden. Und da müssen wir halt auch mal gucken. Und ja, ich finde eigentlich 2-mal pro Woche ein Video ist eigentlich schon ziemlich viel. Deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe, also ich mag eher so Galaxy-Farben, Unicorn-Farben und Violett, Lila, ich sage immer Violett und Rosa, Pink und so. Hellblau mag ich auch. Kannst du mal ein Fan-Treffen machen? Also, ja, das kann ich bestimmt mal machen, aber das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, weil man muss ja auch gucken, wann ich das machen kann und wie, weil es muss ja auch organisiert sein und vieles muss ja auch gemacht werden. Also muss ich mal gucken, ob ich das mal irgendwann machen kann. Ihr könnt ja dem Video alle mal einen Daumen nach oben geben, wenn ihr wollt, dass ich mal ein Fan-Treffen mache. Dann sehe ich, ob ihr es wirklich wollt.
Spielst du ein Instrument? Also, ich bin jetzt nicht so musikalisch, aber ich wollte schon immer mal Klavier spielen, aber da habe ich jetzt doch keine Lust mehr dazu. Ich muss dann auch immer üben und üben. Also, ein Instrument spiele ich nicht, nein. Was für eine Marke hast du am liebsten? Ich habe eigentlich keine Lieblingsmarke. Also ich mag H&M. Ich weiß nicht, was eine Marke ist. Keine Ahnung. Liebe Mavi, wie hat sich dein Leben verändert, entwickelt, seitdem du mit YouTube angefangen hast? Eigentlich gar nicht. Ich mache eigentlich immer noch das Gleiche, habe die gleichen Freunde und so. Nur, dass ich manchmal auf der Straße erkannt werde, finde ich auch immer cool, weil ich finde das auch immer nett. Und ja, eigentlich hat sich das gar nicht verändert. Kannst du mal ein DM-Haul machen? Also, ja. Ich gehe gern in die DM, stimmt. Das wäre eigentlich eine gute Idee, aber ich muss mir erstmal auf YouTube angucken, was es überhaupt ist. Ja. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, weil es war sehr viel Arbeit, es zu schneiden. Und ja, dann sage ich auch schon ciao.